Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. So, wir wollten jetzt hier erstmal noch eine vernünftige neue Zufahrtsstraße bauen, weil das Ding ja hier bis an die Grenze ausgelastet ist. Ja, mal schauen, wo wir die hinbasteln. Weiß mir nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir jetzt hier einfach noch eine zweite Straße neben machen. Das wird wahrscheinlich auch einfach wieder nur im Verkehrschaos enden. Oder ob wir die von hier rüberholen, über einem Tunnel. Oder wir können es auch einfach hier oben anbinden. Wäre auch eine Möglichkeit. Mal so frei durch die Gegend hier, hier hinten einfach anbinden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das probieren wir einfach mal. Welche nehmen wir denn da? Hier haben wir welche? Die mit dem Bäumchen in der Mitte. Der Bäumchen in der Mitte. Hier. So, ich würde jetzt hier aber nicht unbedingt eine... Was ist das hier? Gebogene, freie Straßenform. Ein bisschen... Umschnörkeln hier. Müssen wir hin? Da oben. Ich würde dann, glaube ich, hier so ganz gerne hin. So, wollte ich aber mal gerade erst mit einmal von da die Straße länger ziehen. Ich glaube, da komme ich da nicht ganz gut ran. So mache und jetzt hier mit meiner freien Straße. Ich würde nicht gerne so eine Kurve da rein haben. Weil so geht's auch. So ist auch in Ordnung. Bin mal gespannt, ob da überhaupt welche langeiern. Jetzt zeigen. Ja, neues Grundstück brauche ich gerade nicht. Und würde ich da noch keiner Bock lang zu fahren, ne? Habe ich so das Gefühl? Ah doch, da fahren die ersten Autos lang. Wahrscheinlich, weil es denen einfach da hinten zu stressig ist, lang zu fahren. Was ist denn das hier da? Das ist aber auch voll hier, ne? Alter Vater, ey. Ja, das wird wahrscheinlich trotzdem noch ziemlich lange dauern. Die wollen ja hier alle rein, die ganzen Autos. Ja, aber langsam fahren ja auch ein paar rein. Immer ist es wahrscheinlich sogar schneller, von der Autobahn hier runter zu fahren. Als hier noch durch die City zu eiern, ey. Hier ist ja die Hölle los. Ach du meine Fresse, ey. Ja, sehr gut. Das habe ich denn neu freigeschaltet. Ein Hafen. Die Küste? Ach so. Okay. Was bringt mir das Gebäude? Was macht das? Güterzuganbindung der Frachtwagen. Kombinativität eines Frachthafens mit der Güterwagen. Ja, beide Einrichtungen zueinander und deshalb reduzierte Verkehrsaufkommen ging auch noch kleiner Energiebonus. Das Ding braucht 1920 Kilowatt Strom. Dafür braucht meine ganze Stadt aktuell ja noch nicht mal. Ups, was ist hier los?
nicht genügend Verkaufswaren. Ja, das ist nämlich genau das Problem, was ich jetzt gerade versuche zu umgehen. Weil wir halt einfach nicht genug Leute hier reinkriegen in die Butze. Wie machen wir das denn? Stromtechnisch sieht alles noch in Ordnung aus. Wassertechnisch sieht auch noch alles noch in Ordnung aus. Müll? Ja, ist okay. Arzt ist okay. Feuerwehr ist okay. Polizei auch. Bildung wollen wir ja gar nicht haben hier hinten. Parks sind auch in Ordnung. Das? Achso, Monumente. Auch teuer hier, ne? 1,5 Millionen. Oh, habe ich ja schon fast. Warum blinkst du hier? Räumung beendet. Oh, das ist cool. Währung stoppen. Also wirklich Entlastung bringt das hier gerade auch nicht, ne? Wo wollen die denn alle so im Schnitt hin? Die parken hier. Oder? Ja, die parken hier. Dann sollten wir vielleicht mal, jetzt sollen wir erstmal das beknackte Symbol wieder finden hier. War das das? Kreuzung? Ja. Stopp. Stopp. So, dass sie hier so ein bisschen okay. Ist gerade, dass das sinnvoll war, wage ich gerade zu bezweifeln. Also die meisten wollen auf jeden Fall hier rechts abbiegen. Wollen die ganzen LKWs. Dann verteilen sie sich hier über die Straße. Hier kommen momentan noch gar keine LKWs rein. Warum nicht? Und wo kommen die denn ganz? Alter Schwede. Kommen von da hinten und fahren im NF4 komplett durch die Stadt. Tatsächlich, hier kommen keine LKWs runter. Nur Privatfahrzeuge. Die ganzen LKWs kommen hier hinten weg. Ja, aus dem Industriegebiet kommen die alle. Hui. Fahren dann zum Teil hier lang, da lang. Hier. Und fahren hier dann ab und zu nochmal runter. Aber überwiegend kommen die alle direkt aus dem Industriegebiet. Ich müsste mir wahrscheinlich sagen, dass hier LKWs gesperrt sind. Das ist rot, städtische Dienstfahrzeuge. Vorfahrtsspur. Ne, ich kann ja hier eine schlechte Vorfahrtsstraße draus machen, ey. Aber zumindest läuft das, glaube ich, hier gerade ein bisschen. Machen wir es mal gerade aus. Ja, so einigermaßen. Aber wie gesagt, hier kommen die ganzen LKWs rein. Wieso fahren hier nicht über die zweite Zufahrtsstraße hier hinten? Ah, doch, jetzt langsam kommt da so ein bisschen was. Sie wahrscheinlich erstmal alles normalisieren hier. So, was fordern die Leute? Bauplatz. Das heißt, wir müssen erstmal hier oben ein bisschen planieren. Gerne auf einer Ebene haben. Planieren war hier. Gelände einebnen.
Gelände abschrägen. Glätten. Das hier, ne? Ich möchte das gerne alles. Wir müssen es hier auf. Im Ernst? Das macht das tiefer. Jetzt hat gedacht, dass ich damit. Damit baue ich Löcher, super. Oh, Alter, wie kacke ist denn dit? Muss ich hier echt. Wie platziere ich denn die Erde da jetzt wieder? Okay, jetzt muss ich hier wirklich. Hier wieder Erde hinschmeißen. Wenn mein Erdlager voll ist, ja, ist klar. Ja, auch alles zu einfach, ne? Mehr Erde beschaffen. Ja, super. Wie soll ich denn hier oben den riesen Hügel hier wegkriegen? Das wird ja niemals funktionieren. Um Ausfinden der Zielhöhe mit der primären Maustaste klicken. Zur farblichen Markierung des anziehenden Gebiets mit der sekundären Maustaste ziehen und ablegen. Na? So, jetzt habe ich es verstanden. Dem einen mache ich im Endeffekt. Zu viel Erde. Das heißt, wir müssen jetzt 10 Kuh wieder Erde aufschütten. Schütten wir die Erde auf. Durch hier einen Berg auf. Mal eben, können wir uns hier noch einen neuen Bereich kaufen? Ja, wir schütten hier. Hier schütten wir Erde auf. So. Zack. Zurück zur Stadtansicht. Ist das sowieso ein Berg? Passt doch. Nein. Das brauchen wir. Was war das? Gerne abschrägen. Zu viel Erde. Ist das hier? Das ist ganz schön teuer, ne? Alter Schwede. Hat eben 30k gekostet. Nur einigermaßen einebnen hier. Also hiermit. Echt arschteuer, ey. Ich glaube, ich baue erstmal hier in die Richtung aus, ey. Da wurde mir ein bisschen zu teuer. Nein, keine freie Straße. So. So. Da habe ich schon. Gleich weit sein, ne? Ja. So, mal kicken hier. Das müsste so hinkommen. Ja. Zack. Und hier. Und zack.
Und zack. Und zack. 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 So. Können wir hier unten... So, warte, machen wir jetzt hier auch nochmal wieder ein bisschen. Und kann ich die verbinden? Ja, geht. Kann ich die verbinden? Ja, geht auch. Zack. So. Kick an. Dann können wir nämlich hier... Oh, die fordern jetzt auch gerade mal wieder alles, wa? Erstmal ditte. Halt, erstmal ditte. Zack. Oh, wir müssen dringend Wasser nachbauen. Sehe ich gerade. Wir haben bald kein Wasser mehr. Wir brauchen Water. Wir sammeln jetzt mal wieder mehr Wasser. So, Abwasser ist auch noch okay. Da würde ich jetzt aber auch vielleicht nochmal direkt hier noch eine Pumpenstation hinbasteln. Zack. So. Dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Platz. Oh, wir kriegen Müllprobleme mal wieder. Warum haben wir denn schon wieder Müllprobleme? Warum haben wir denn Müllprobleme? Oh, ich verstehe das manchmal nicht. Quelle zu steil, weil wir haben hier doch genug. Komm ich halt noch einen hin? Wir haben einfach nur zu wenig Müllwagen. So, warte mal, dann müssen wir hier oben noch eine Arztpraxis bauen. Und so. Passt das für eine Straße? Ja. Feuerwehr reicht noch. Polizei reicht auch noch. Schule brauchen wir nicht. Bus und Bahn müssen wir auch noch bauen. Ja, einen Hafen kannst du nicht bauen, ich weiß. Hör auf rumzumeckern. Kann das. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Haben wir hier noch eins hin. Und hier. Und da, und da, und da, und da. Dann machen wir das hier noch zu Wohngebieten. Zack, zack. Das auch. So. Und hier hinten brauchen wir wieder ein bisschen mehr Industrie. Ich habe keinen Platz mehr. Alter, wie viel, so haben wir so viel Industrie hier hinten, ey. Das sind diese Straßen, die ich hier habe, ne? Ja. Ja, die sind das. Okay, dann müssen wir doch hier wieder... Dann müssen wir hier doch mal ein bisschen... nein. Oh. Die Straßen. Zack, hier noch hin. Immer alles schön im 90 Grad Winkel. Geh weg.
Was ist da? Oh, U-Bahn. Okay, kann ich da nicht hinbauen? Da machen wir das so. So. Zack. Wieso fahren die momentan so auf Industrie ab, ey? Ich verstehe das nicht, ne? Ah, hier kann ich auch nicht bauen. Egal, das sollte wahrscheinlich auch erstmal reichen. Wasser. Zack, zack. Zack, zack. So. So, Wasser haben wir genug. Wie sieht's aus mit Strom? Mehr als genug. Also, zack, hier ein bisschen Industrie. Schön, um das Wasser zu verschmutzen. Zack, zack, zack. So, das sollte erstmal reichen. Hier können wir auch noch so ein bisschen hier, zack, zack. Ja, die Gegend sieht schon mehr als alles dirty aus hier. Hier baue ich halt nicht hin, da verschmutzt mir gleich das ganze Wasser hier, da will ich nicht. Ja, weil ich hier auch noch Trinkwasser habe, ne? So, wo sind wir denn? 58.000, 1,5 Millionen Dolores. Wir könnten, mal eben, wir machen hier 41k plus pro Monat. Wir könnten mal... vielleicht das mal auf 8% senken? Mal gucken, dass wir... Warte mal, wo sind denn die Steuern hier aus? 52.000. Hm. 50.000. Halt in die Industrie 26k. Gehen wir auch auf 12. Dann gehen wir auch auf. Ah, ne, da bleiben wir so. Gering besiedeltes Wohngebiet gehen wir mal hoch auf 12 und das gehen wir mal runter auf 7. Gucken, wie sich das verhält. Sollte mich vielleicht auch irgendwann mal spezialisieren, sehe ich gerade, ne? Habe ich das noch nicht gemacht. So, jetzt siedeln sich aber bedeutend mehr Menschen bei uns an hier. Ich glaube, ich habe eine Möwe gesehen. Mhm. Alter, jetzt sitzt jetzt hier aber komplett alles dicht, ey. Wieso nutzen die nicht die Zufahrtsstraße hier oben? Verstehe es nicht. Warte mal, hier oben ist irgendwie was kaputt. Was ist hier los? Kein Strom? Hm, echt jetzt? Ach ja, 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 ja. Okay, hier muss ich mir echt was überlegen. Hm. Weiß nicht, ob eine zweite Straße sinnvoll wäre. Wenn ich jetzt hier noch eine zweite Straße rüberbaue. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Müssten wir mal ausprobieren. Welche ist denn das? Irgendwie eine grüne. Irgendwie mit Grünzeugs in der Mitte. Die? Nee, das ist noch irgendwie Beton in der Mitte. Sind da hier Dinger drüber? Ja, die sind das. So, wenn wir jetzt hier einfach noch hier eine zweite Brücke bauen. Wurde bereits belegt? Ja, gut.
nee, das ist halt, das muss zwei weiter zurück. Aber nimm mal die hier. Wir können ja noch ein Upgrade machen. 1, 2. Ne, okay, es hätte doch bis dahin gemusst, glaube ich. 1. Hallo. 1. Na, ja, hätte doch noch 2 mal. Ja, Mann. Wieso passen das nie so, wie ich das will? So. Einen nach oben. Reicht so, ne? Einer oben. Oder muss da noch einer oben? Ne, ich glaube, da muss noch einer höher. Oder? Ich glaube, den habe ich auf 2 nach oben gemacht, oder? Mal eben. Weg. So, komm her. Zack, Türen zu Ring. Nö, ist nur auf 1 nach oben. So. Ja, ich weiß, jetzt heute da rum. Mal gucken, ob das funktioniert. Die ist aber niedriger. Lassen wir uns mal überraschen. Ob das funktioniert. Vielleicht hätten wir sie auch einfach jetzt hier anstellen, weil hier wir sowieso eine Kreuzung haben. Anstatt hier direkt nochmal wieder dran zu bauen. Ich glaube, das entscheiden wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Von daher, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.